Ja, und damit melde ich mich zurück, endlich mal wieder mit einem neuen Video von mir. Ich hatte ja schon angekündigt auf Instagram, dass ich einen neuen Vorderreifen brauche. Und ich dachte mir, anlässlich dessen werde ich ein kurzes Video darüber machen, wie ich das mit meinem Reifenwechsel mache. Weil ich immer wieder mitbekomme, dass viele ihre Maschine zum Service oder beziehungsweise in die Werkstatt bringen, um den Reifenwechsel zu machen. Und ich sehe das halt ein bisschen als sinnlos, weil man kann sich da extrem viel Geld sparen, wenn man den Reifen selber ausbaut und dann wohin bringt zum Reifenwechseln. So mache ich das Ganze. Ich baue immer meinen Reifen selber aus, beziehungsweise das Rad selber aus, bestelle den Reifen online und bringe dann den Reifen plus das Rad, wo der alte Reifen drauf ist, irgendeine Werkstatt und die wuchten mir das dann auf, beziehungsweise ziehen mir den neuen auf und wuchten mir aus für einen 20er. Und da kann man nichts sagen. Und der Ausbau von so einem Rad, vor allem vorne jetzt, ist ganz, ganz simpel. Und da dachte ich mir einfach, ich nehme euch da mal ein bisschen mit. So, wie ihr seht, die KTM ist auch schon aufgebockt. Ich habe da so einen kleinen Hocker, da kann man die wunderbar aufbocken und wenn der Tank voll ist, dann geht die Karre hinten schön runter und man kann super gut ans Vorderrad und an der Gabel arbeiten. Also wenn irgendwie die Gabel verspannt ist oder irgendwie sowas, kann man super mit so einem Hocker umgehen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, die Karre schon hochgebockt und nehme euch jetzt kurz mit, wie ich den Vorderreifen ausbaue. So, der Vorderreifen ist im Prinzip wirklich viel leichter als der Hinterreifen rauszubauen, weil er hängt im Endeffekt nur an 4 bzw. 5 Schrauben. Man muss die 2 auf jeder Seite an der Gabel lösen und dann hat man eben noch hier die Achse. Und wenn man das dann die 5 Schrauben gelöst hat, dann kommt einem der Vorderreifen eigentlich schon entgegen. Der Hinterreifen ist immer ein bisschen schwieriger bzw. trickier, sage ich mal, weil man da noch den Antrieb hat, also die Kette. Und der Vorderreifen ist wirklich ziemlich simpel. Hinterreifen macht eigentlich auch keine Probleme, habe ich auch erst vor kurzem gewechselt. Habe ich leider kein Video zu gemacht, aber beim nächsten werde ich dazu auch ein Video machen, weil ich denke einfach, das kann Leuten helfen, die wirklich nur wegen den Reifen in die Werkstatt fahren, weil da könnt ihr euch einfach extrem viel Geld sparen. Und wenn man ein bisschen Werkzeug zu Hause hat, dann ist sowas wirklich keine Sache. So, genau, also ich löse jetzt hier im Endeffekt die Schrauben. Die eine habe ich schon gelöst, so, die andere auch. Die braucht man auch nicht rausschrauben, die kann man einfach nur lösen. So, und jetzt gibt es jetzt hier noch die Steckachse im Endeffekt und die muss ich natürlich auch locker machen. Die ist jetzt mit Newtonmeter festgezogen. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass mir die Karre nicht abhaut. Ein bisschen fixieren, aber geht auch relativ leicht, seht ihr. Jetzt wundern sich vielleicht ein paar Leute von euch, warum ich hier ein Loch drin habe. Ja, da kommt die Sturzpads dran und deswegen habe ich da mit dicken Loch reingedreht, damit ich die Steckachse von, beziehungsweise die Gewindestange von den Sturzpads da reinschrauben kann. So, jetzt habe ich die schon rausgedreht im Endeffekt und die geht jetzt eigentlich auch ziemlich easy weasy raus. Die kann man jetzt, also wirklich, ich ziehe sie jetzt quasi mit den Fingern einfach. Normalerweise, jetzt muss ich mal schauen, ob man sie einfach so rausschieben kann. Genau, jetzt kann ich sie schon einfach rausschieben. Kann man auch zur Not, wenn sie ein bisschen klemmt, mit einem Kunststoffhammer ein bisschen anklopfen, sodass sie mir raus, dass sie dann rauskommt. Und ja, der Vorderreifen ist jetzt im Endeffekt gleich draußen. Also jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier die Steckachse einfach zur linken Seite rausgezogen. Die kann man auch nur in eine Richtung rausziehen. Und muss ich gerade gucken, wie war denn das? Muss ich da? Na, eigentlich muss ich den Dingsattel nicht abnehmen. Oder war das so? Ich weiß es nicht, gar nicht mehr. Bei manchen Bikes muss man den Bremssattel abbauen. Aber ich glaube, genau, bei der ist es nicht so. Also schaut ihr, ich habe es nämlich bei der jetzt auch schon ewig her, dass ich es gemacht habe. Deswegen hier ein bisschen amateurhaft, aber nee. Sehr, sehr simpel. Ihr habt es jetzt gesehen, wie einfach und schnell das ist. Es ist eine Sache von wirklich 2 Minuten, also die 5 Schrauben lösen. Und dann hat man den Vorderreifen schon draußen. Und da sind jetzt halt aufpassen, dass man die nicht verliert. Ja, die sind hier nämlich nur reingesteckt, also zuvor die Lager, damit da
natürlich auch kein Wasser und so weiter. Und damit sie halt passt, also in der Gabel hängt, wenn ich das Rad dann mitgebe zum Auswuchten, kann es natürlich sein, dass die Dinger verloren gehen. Also da immer ein bisschen drauf achten, wenn ihr das halt selber macht oder wo selber wohin gibt, dass ihr entweder die Dinger abzieht oder drauf lässt und dann, wenn ihr das Rad aber wieder abholt, dass die Dinger wieder drauf sind. Weil das hatte ich auch schon mal bei meiner XT, die ich damals hatte. Da habe ich die Räder zum Wechseln gebracht und dann haben mir die Teile einfach nicht drauf gehabt. Und dann bin ich hier zu Hause, will die Räder wieder einbauen und ich denke mir so, hä, da fehlt doch irgendwas, hä? Passt überhaupt nicht, bis mir dann irgendwie gekommen ist, ja scheiße, die haben mir die Teile vergessen mitzugeben. Und da musste ich halt nochmal hinfahren und die haben die dann auch erstmal gesucht, bis sie dann gefunden haben. Gott sei Dank haben sie dann gefunden, irgendwo in deren Graffel, sage ich jetzt mal. Aber ich konnte dann wieder reibungslos das Rad einbauen, nur ich hatte halt den Aufwand auch wieder hinzufahren und sowas ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Ja, ich würde dann sagen, vom Einbau her ist es nämlich genau dasselbe, einfach wieder per Newtonmeter steht alles in der Bedienungsanleitung von so einem Ding oder im Werkstatthandbuch. Falls einer sich da nicht auskennt, bitte nachschauen für das jeweilige Bike, was ihr habt. Das ist immer ziemlich simpel, steht drin, wie viel es angezogen werden soll. Die an der Gabel werden, ich glaube, mit 15 Newtonmeter oder 10, ich muss da auch nochmal nachschauen, aber relativ schwach. Und die Steckachse wird vorne, glaube ich, mit 60 angezogen, also ein bisschen mehr. Ich mache immer Loctite drauf, gut, bei der Achse jetzt nicht, bei denen hier auch nicht, glaube ich, oder ich muss mal schauen. Aber normal sehe ich bei der KTM alles mit Loctite, auch wenn es nicht im Bedienungshandbuch ist, weil die Vibrationen sind halt einfach immer ohne Ende. Gut, an der Gabel jetzt nicht so dramatisch. Seht ihr, die haben normal kein Loctite drauf, normal sieht man das auch. Die werden einfach mit 15 oder sowas angezogen und dann hat sich das Ganze. Dann habt ihr wieder neuen Reifen und für 3000 Kilometer wieder euren Spaß. Ja, dann war es das erste Mal von mir und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, euer Marv.